David Garrett, wundervoll Neuigkeiten. Auf diese Neuigkeiten haben die Fans von David Garrett lange gewartet. In den letzten Monaten musste der Stargeiger zahlreiche Konzerte wegen einem Bandscheibenvorfall absagen. Die Sorge seiner Anhänger war groß. Doch jetzt kündigte er endlich sein Comeback an. David Garrett, das nehme ich sehr ernst. David Garrett richtet sich bei YouTube an seine Fans. Dort gibt er bekannt, dass er bald wieder auf der Bühne stehen kann. Allerdings müssen sich die Fans noch etwas gedulden. Mittlerweile ist es so, dass mein Rücken wieder in Ordnung ist, die Ärzte mir allerdings raten, erst im September wieder zu spielen. Das nehme ich auch sehr, sehr ernst, weil ich keinen Rückschlag mehr haben möchte. Ich möchte mich natürlich auch für euer Verständnis bedanken. Ich freue mich wahnsinnig, euch bald wieder auf Tour zu sehen. Das ist für mich natürlich auch wie Luft zum Atmen, wieder Musik machen zu dürfen, erklärt David Garrett. David Garrett, Schockdiagnose. Im Februar verkündete David Garrett die traurige Nachricht über die Schockdiagnose. Liebe Fans, aufgrund eines akuten Bandscheibenvorfalls kann David leider im Moment keine Konzerte spielen, hieß es damals auf seiner Facebook-Seite. In den nächsten Wochen wurden immer mehr Shows abgesagt. Jetzt ist David Garrett endlich wieder fit und der Tour steht nichts mehr im Weg.